Und willkommen zurück. Wir befinden uns noch im Zug und hier können wir was angucken. Schau aus dem Fenster. Dann werden wir das doch mal tun. Aus dem geht's nicht. Nein. Gut, also hier raus. Wir Schweizer sind eisenbahnverrückt. Wir haben nicht nur sehr viele Eisenbahnstrecken, sondern auch noch die schönsten der Welt. Tatsächlich. Wir können es auch öffnen. Würden Sie das Fenster bitte schließen? Ich möchte nicht den Fahrtwind sitzen. Oh, Verzeihung. Oh, was für ein... Nun gut. Dann laufen wir ein paar Schritte auf ihn zu, bitte. Schauen wir ihn uns an. Der Geiger ist jung und attraktiv. Und er fährt durch die schönste Berglandschaft der Welt. Man kann nur hoffen, seine Geige ist besser gestimmt als er. Da ist was dran. Wir können sogar mit ihm reden. Und ich denke mal, das Fenster müssen wir irgendwann aufmachen, um ihn zu vergraulen. Kann das sein? Hallo, der Herr. Grüß Sie. Hat er eben ein Zittern seiner Hand verbergen wollen? Das kam mir gerade so vor. Wie ich sehe, sind Sie Geiger. Ja, das stimmt. Ein wundervolles Instrument. Die Musik der Geige spricht direkt zur Seele. Deswegen habe ich Sie spielen gelernt. Spielen Sie in einem Orchester? Nein, Orchester sind nicht meine Welt. Ein Solo-Geiger. Die Besten ihrer Zunft kommen viel herum und verdienen eine schöne Stange Geld, wie man liest. Dann gehöre ich wohl leider nicht zu den Besten. Ach du Armer. Wohin bist du denn unterwegs? Fahren Sie durch bis nach Istanbul? Nein, ich steige in Venedig um. Auf ein Schiff. Ich bin am Weg nach Kairo. Kairo? Ich spiele dort auf einer Vernissage im Ägyptischen Museum. Okay. Ich bin sicher, Ihr Auftritt wird ein großer Erfolg. Aber sagen Sie... Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Etwas Ungewöhnliches? Personen, die sich verdächtig verhalten haben, zum Beispiel. Um Gottes Willen, gibt es einen Grund zur Besorgnis? Alles in Ordnung, mein Herr. Wir Schweizer sind nur vorsichtige Leute. Verstehe. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Fahrt. Danke sehr. Okay, er hat was notiert. Der Geiger. Auch wieder eine recht hübsche Bleistiftzeichnung. Im Großraumwagen des Zugs sitzt ein Mann mit einem Geigenkoffer. Er behauptet, Solo-Geiger zu sein. Er macht einen etwas angeschlagenen Eindruck. Seine Hand zittert. Er ist auf dem Weg nach Venedig. Von dort soll es mit dem Schiff nach Kairo gehen, wo er ein Konzert im Ägyptischen Museum gibt. Okay. Nochmal mit ihm reden wird nicht so viel bringen im Moment, denke ich. Zu freundlich, danke. Oh, Verzeihung. Kein Problem, die Uniform ist wasserfest, Mr. Lucien. Professor Edgar Lucien. Oh, ein Professor. Sind Sie Forscher? Arbeiten Sie vielleicht an der Sorbonne? Nein, ich arbeite im Britischen Museum in London. Was Sie nicht sagen. Im Britischen Museum, okay. Dann haben Sie den Einbruch vor 2 Tagen ja sozusagen hautnah miterlebt. Nein, das kann man so nicht sagen. Nein? Es hat einige Aufregung gegeben, aber ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. In Ihrem Museum wird eingebrochen und es hat Sie nicht weiter gekümmert? Nun, mich interessiert kaum etwas, das in den letzten 2000 Jahren passiert ist. Wie witzig. Ganz wie Sie meinen. Der berühmte Inspektor Legrand ist im Zug. Ich vermute, Sie kennen ihn. Nein. Sollte ich? Sie kennen ihn nicht? Und Sie wissen auch nicht, was er hier tut? Nein. Warum sollte ich? Ich dachte nur, Sie als Vertreter des Britischen Museums... Ein bewachter Tresor im Zug. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen.
Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Sicher, dass er das nicht weiß? Darf ich fragen, wohin Sie fahren? Natürlich, nach Venedig. Ich treffe mich dort mit einigen Kollegen. Venedig? Eine wundervolle Stadt, wie man so hört. Gewiss, aber ich muss mich nun wirklich verabschieden. Aber eine Frage habe ich noch. Nur eines noch. Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Hier? Im Zug? Nein, das kann ich nicht behaupten. Ich war allerdings auch fast die ganze Zeit in meinem Abteil. Na gut, dann will ich... Ich will Sie auch gar nicht länger aufhalten. Aber Sie verstehen schon, dass mich vor allem die Gegenwart und da insbesondere der Einbruch ins Museum interessiert. Natürlich, natürlich. Es ist nur, ich habe es etwas eilig. Sie werden mir doch Bescheid geben, wenn Ihnen etwas Seltsames auffällt, Herr Professor. Aber natürlich, Herr Wachtmeister. Er hat es eilig in seinen... Was soll das? Ist etwas, Sir? Die Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Na, das werden wir gleich haben. Das Abteil ist abgeschlossen. Aber ich habe nicht abgeschlossen. Ich habe gar keinen Schlüssel. Ich habe den Steward gefragt. Der wollte mir einen bringen, ist aber nicht zurückgekommen. Irgendjemand hat abgeschlossen. Finden Sie den Steward. Er soll mir sofort den Schlüssel bringen. Beruhigen Sie sich, Herr Professor. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Sie verstehen nicht. Ich muss in mein Abteil. Ja, doch. Also schön. Warten Sie hier. Halt die Tür im Auge, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Man kann die Abteiltüren von innen ganz einfach abschließen, indem man einen kleinen Knauf dreht. Aber ich habe nicht abgeschlossen. Herr Professor, wenn Sie von innen abgeschlossen hätten, stünden Sie nicht auf dieser Seite der Tür. Das ist richtig. Siehst du, ich habe es nicht behauptet, dass du es warst. Ich glaube nicht, dass man... Nein, das wird nichts. Der Bolzen ist zu kurz, um ihn vernünftig greifen zu können. Jetzt ist das auch noch ein halbwegs Einbruch. Eventuell hat ein umsichtiger Schaffner bemerkt, dass Professor Lucien nicht in seinem Abteil war und hat es abgeschlossen. Okay, okay. Gehen wir einfach mal weiter. Mit ihm... Betrachte den Professor. Er macht keinen sehr ausgeglichenen Eindruck. Und ausgerechnet ihn soll ein Einbruch in sein Museum kalt lassen. Er wirkt ein bisschen hektisch, da hast du recht. Gut, wir haben was aufgeschrieben. Professor Lucien. Ich habe Professor Lucien vom Britischen Museum in London kennengelernt. Er behauptet, vom Einbruch ins Museum kaum etwas mitbekommen zu haben. Ich glaube ihm nicht. Er macht einen sehr nervösen Eindruck. Und die verschlossene Kabinentür. Die Tür zu Professor Lysiens Kabine wurde verschlossen. Von außen, von innen und vor allem von wem? Die Tür wurde verschlossen, womöglich sogar von innen. Ich muss einen Weg finden, das Schloss zu öffnen. Richtig. Baronin von Trebitz steht auf dem kleinen Schild an der Tür. Blaues Blut im Orient Express. So ungewöhnlich. Ja, bitte? Wer immer das ist, fragen Sie ihn, ob er meine Brieftasche gefunden hat. Und dann schließen Sie die Tür, James. Der Lärm in diesem Zug macht mich wahnsinnig. Oha. Eine verschwundene Brieftasche? Sie vermissen eine Brieftasche? Wurde sie gestohlen? Sie ist zumindest momentan nicht aufzufinden. Gestohlen wurde sie. Wann haben Sie denn... Wann hat die Baronin die Brieftasche denn zum letzten Mal gesehen? Was? In Zürich, auf dem Bahnhof. Ich hatte nur gefragt, wo sie die Brieftasche zum letzten Mal... In Zürich, auf dem Bahnhof. Sagen Sie ihm, James, dass ich mir die Füße vertreten habe und sie da noch hatte. Die Baronin sagt... Vielleicht haben Sie sie dort verloren. Was? Die Baronin verliert nie etwas. Ich verliere nie etwas. Aber es hätte doch... Also gut, ich werde die Augen nach der Brieftasche offen halten. Möglich sein können. Wenn ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen bezüglich der anderen Mitreisenden stellen dürfte.
Ich dachte, er sucht meine Brieftasche. James, sagen Sie ihm, er soll meine Brieftasche suchen. Die Baronin wünscht, dass Sie Ihre Brieftasche suchen. Aber könnten wir nicht vielleicht... Also schön, erst die Brieftasche. Ich werde mich da mal umsehen. Danke, Sir. Na, wie nett. Mit ihm können wir auch noch mal reden. Das wird aber nicht viel bringen, denke ich. Er hat schon wieder viel gekritzelt. Butler James. Die Tür zu Professor Luciens Kabine wurde verschlossen. Ach nein, hier, Butler James. Entschuldigung. Da hat er nur eine Zeichnung. Die Baronin von Trebitz und ihr Butler belegen eine der großen Luxuskabinen im Zug. Meiner Einschätzung nach ist allerdings keine Kabine der Welt groß genug, um sie mit der Baronin teilen zu wollen. Butler James muss eine Engelsgeduld haben. Eine verschwundene Brieftasche, nicht gerade der Fall des Jahrhunderts. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Rabe damit zu tun hat. Und dennoch bin ich Polizist und sollte mich bemühen, die Brieftasche zu finden. So sieht die aus. Die Baronin scheint es gewohnt zu sein, im Mittelpunkt zu stehen. Eine anstrengende Person, wie mir scheint, aber auch eine Philanthropin. Sie reist durch die halbe Welt und unterstützt Museen und Galerien. Sie bezahlt die Ausstellung, in der die Augen der Sphinx erstmalig seit Jahrzehnten gemeinsam in Kairo ausgestellt werden sollten. Aber eins wurde ja... gestohlen. Okay. Ich möchte ehrlich gesagt noch nicht... meine Punkte auf Hotspots verschwenden. Noch hängen wir ja nicht fest. Bei anderen Point-and-Clicks macht man das ja... Ich glaube es nicht. Gern zur Kontrolle, bevor man einen Raum verlässt. Dass ich Ihnen einmal begegnen darf. Verzeihen Sie, wir würden gerne... Schon gut, Miss Miller. Ich unterhalte mich gerne mit dem Inspektor. Leider nur Wachtmeister, Lady Westmacott. Ich lese gerade das Pfarrhaus im Spiegel. Sicherlich schon zum fünften Mal. Das ist nett, Wachtmeister. Zellner. Anton Jakob Zellner. Das ist meine Gesellschafterin, Miss Miller. Angenehm. Wow, seine Autorin. Darf ich fragen, was Sie hier tun? Machen Sie Urlaub? Urlaub? Ja, so könnte man es nennen. Den ersten und letzten Urlaub meines Lebens. Madam? Ich habe immer geschrieben, schon als Mädchen. Es wurde mein Beruf. Nun habe ich damit aufgehört. Also muss das hier jetzt wohl Urlaub sein. Sie haben aufgehört zu schreiben? Unmöglich! Ich habe alle Ihre Bücher. Ihr Detektiv Partout ist meine Lieblingsfigur. Dann habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Ich habe den alten Halunken umgebracht, vor Jahren schon. Ich verstehe nicht. Lassen Sie uns nicht über meine Arbeit sprechen, Herr Wachtmeister. Oh, also, schön. Vor Jahren schon? Fahren Sie bis nach Istanbul, Lady Westmacott? Nein. Wir sind auf dem Weg nach Venedig. Von dort geht es mit dem Schiff nach Kairo. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich eine Schwäche für Archäologie. Ich finanziere einige Ausgrabungen in Ägypten. Als junge Frau bin ich mit dem Schiff nach Ägypten gefahren. So soll es wieder sein. Gewiss. Irgendwie ist Venedig gerade Dreh- und Angelpunkt bei allen Reisenden hier. Und bei zweien davon auch Ägypten. Als Schriftstellerin haben Sie doch bestimmt einen wachen Blick für Ihre Umgebung, nicht wahr? Ich meine, Sie müssen das Verhalten der Menschen um sich herum doch genau studieren, um Ihre Romanfiguren erschaffen zu können, oder? Ich habe die Natur des Menschen schon vor langer Zeit durchschaut, Herr Zellner. Seitdem langweilen mich die meisten Leute nur noch. Tatsächlich? Ich hatte den Eindruck, Sie hätten mich genau gemustert, als ich hineingekommen bin. Was wollen Sie wissen, Herr Wachtmeister? Nun. Ist Ihnen der Mann aufgefallen, der gerade eben mit einer Tasse Tee in den nächsten Waggon gegangen ist? In der Tat. Er macht einen nervösen Eindruck. Ihr Wachtmeister.
wartete vor der Bar auf den Steward. Als dieser nach einigen Minuten noch nicht aufgetaucht war, hat er sich kurzerhand selbst bedient. Er hat 2 Biscuits genommen. Er scheint recht jung, ist aber schon Professor im Britischen Museum. Interessant. Ich werde mich nachher einmal mit ihm unterhalten. Rein aus Höflichkeit, versteht sich. Versteht sich. Und falls du etwas in Erfahrung bringst, dann bekommen wir das zu hören. Ist Ihnen der blonde Mann mit dem Geigenkoffer aufgefallen? Und ob. Er hat sich vorgestellt und versucht, ein möglichst gutes Bild abzugeben. Leute wie er werden vom Reichtum und Ruhm angezogen, wie die Motten vom Licht. Aber an Ihnen hat er sich die Zähne ausgebissen. Ich kannte ihn vom Namen. David Kreuzer. Hat einer Bekannten von mir auf der Tasche gelegen. Glauben Sie, er hat Geldprobleme? Leute wie er haben immer Geldprobleme. Egal wie viel man ihnen gibt, sie geben doppelt so viel aus und jammern, sie hätten immer zu wenig. Okay. Ist Ihnen sonst noch jemand aufgefallen? Was ist mit dem Arzt? Oder der Baronin? Mir fällt auf, dass Sie mich zu allen befragen. Außer zu dem Inspektor, der vor wenigen Minuten in Richtung Transportwaggon verschwunden ist. Ist das nicht dieser Franzose, der seinerzeit den Raben gefangen hat? Naja, gefangen? Ja, erschossen. Warum stellen Sie mir keine Fragen zu ihm und zu meiner Theorie, was er dort hinten tut? Ich denke, wir sollten Inspektor Legrands Ermittlungen nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Legrand, richtig, das war der Name. Will er neue Heldentaten vollbringen? Oder Sie, Herr Wachtmeister? Was denn, ich? Hast du vielleicht auch eine verschwundene Brieftasche gefunden? Noch einmal was ganz anderes. Die Brieftasche eines Passagiers ist verschwunden. Ich vermute, Sie haben sie nicht gesehen. Tut mir leid, Wachtmeister Zellner. Sie wissen doch, ich beschäftige mich nur mit Mord, nicht mit Diebstahl. Haben Sie meinen Kleinen schon gefragt? Matty ist gut darin, verloren gegangene Dinge zu finden. Ich werde das nachholen. Der gehört zu dir, der Süße. So gerne ich mich länger mit Ihnen unterhalten würde. Die Arbeit ruft. Sie hatten recht. Madam? Ich habe sie beobachtet, als sie hereinkam. Sie wirkten so eifrig. Ich hatte lange keine Gelegenheit, mich zu beweisen, Madam. Ist sie das nun endlich, Ihre Chance? Ich hoffe es. Dann ergreifen Sie sie. Auch kleine Leute können große Veränderungen bewirken, wie mein Freund Ronald zu sagen pflegt. Ich werde mein Bestes tun. Manchmal vermag der Kleinste den Lauf des Schicksals zu... Wie war das? Oh, wir haben noch einige... Lady Clarissa Westmacott. Wie ich sie verehre. Für mich ist sie die größte Schriftstellerin des Jahrhunderts. Die erfolgreichste ist sie allemal. Eine Schande, dass sie mit dem Schreiben aufgehört hat. Bisher ist davon nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Es wird einen Aufschrei unter ihren Fans überall auf der Welt geben. Die erfolgreichsten Kriminalromane der Clarissa Westmacott. Musste er gleich hier aufschreiben. Kleine Indianer, der Tod auf der Schiene, Mord in Ägypten. Unter einem vollen Mond, das schwächste Glied in der Kette, das Pfarrhaus im Spiegel. Das liest er gerade. 4 Frauen in Paddington, Maurice Partous Ostern, Kleine Indianer. Hat sich über 100 Millionen Mal verkauft. Und gilt damit als erfolgreichster Kriminalroman aller Zeiten. Okay. Hier haben wir nichts Neues. Die Brieftasche hier auch nicht. Lady Westmacott hält Herrn Kreuzer für jemanden, der anderen Leuten auf der Tasche liegt. Okay, da hatten wir noch einen neuen Eintrag. Genau, das ist wieder dieses Prinzip.